auch wenn das keine feste Chronologie hat, ist es schon so, dass all diese Aspekte, die ich anschneide, deswegen endlos auch, langsam eine Richtung ergeben. Und so ist das auch. Also es ist, wir gehen nicht monokausal linear vor, sondern doch eher so ein bisschen kaleidoskopisch, weil wir und die Umwelt sind ein Prozess. Ja, in ständiger Veränderung. Das ist eine Sache, die wir nicht so gerne wahrhaben wollen, weil das ist uns zu komplex, das können wir nicht greifen. Wir müssen immer abstrahieren. Man kann das so stark abstrahieren, dass es dann auch ganz und gar nicht mehr passt. Ne? Bei Anspannung im Denken, bei Anspannung im Körper, das führt eben zu starker Reibung mit der Umwelt oder zu Schmerzen im Körper. Oder zu dauerhaften Schäden, wenn ich andauernd mich mit überflüssiger Anstrengung bewege.